Ich teile jetzt mal meinen Bildschirm und dann werde ich einfach mal Ihnen erzählen, worum es heute von meiner Seite gehen kann. Ich möchte Ihnen einfach ein paar Studien oder Ergebnisse vorstellen, die kommen aus der Psychologie, aus der empirischen Psychologie und die beschäftigen sich mit der Frage, wie kann denn Meditation und welche Arten von Meditation können denn tatsächlich soziales Verstehen und auch soziales Verhalten im Sinne vor allem von prosozialem Verhalten, also Großzügigkeit beispielsweise, fördern. Und Hintergrund ist so, auch wenn es gerade ein bisschen schwer fällt, das zu glauben, Menschen gelten schon als Meister und Meisterinnen der sozialen Interaktion. Also wir sind in ganz vielen Belangen sozialen Lebens unglaublich effektiv. Wir können unsere Handlungen beispielsweise unglaublich gut koordinieren. Das können wir zeitlich und räumlich. Also wir stellen uns sehr schnell auf unser Gegenüber ein, tun das auch recht automatisch, tun das recht erfolgreich. Auch die Kommunikation klappt meistens sehr gut. Wir können das online, wir können das offline, verbal, nonverbal. Wir verstehen uns in verschiedenen Sprachen über Dialekte hinweg. Und wir kooperieren auch recht gut. Also wir erschaffen Institutionen wie Orchester, wie die EU, wie die WHO und leisten im Grunde gemeinsam Dinge, die keine von uns alleine zustande bringen würde. Und das Ganze steht, finde ich, immer in einem ganz erstaunlichen Kontrast zu der anderen Seite, ne? Dass ganz viele Aspekte des sozialen Lebens für uns große Herausforderungen sind. Wir schaffen es beispielsweise nicht besonders gut, Ressourcen, gerade begrenzte Ressourcen, nachhaltig oder gerecht zu verteilen. Und es fällt uns unglaublich schwer, Konflikte friedlich zu lösen. Also wir verfahren uns in Teufelskreise aus Konflikten. Und als Psychologin ist für mich unglaublich spannend, welche Mechanismen, also welche Eigenschaften, welche Prozesse, welche Denkmuster möglicherweise, welche Fähigkeiten liegen denn diesen Dingen zugrunde? Möglicherweise sind es ja dieselben Mechanismen, die auf der einen Seite dazu führen, dass wir so gut sind in der Koordination, in der Kooperation und auf der anderen Seite, die dazu führen können, dass wir manchmal in diese Spiralen geraten. Und da ist Blick, den Sie vorher genannt haben, tatsächlich ein sehr einfacher Mechanismus. Wir nutzen Blicke, Blickkontakt, um unsere Handlungen zu koordinieren und so weiter. Blicke, gerade wenn Blicke zu lange dauern, sind aber häufig auch Auslöser für Konflikte, oder können aggressiv verstanden werden. Um Blicke soll es heute aber nicht gehen. Ich möchte mal auf einen oder ein paar Mechanismen sozialen Verstehens eingehen, die eine ganz große Rolle spielen für unser soziales Miteinander. Und einer davon ist die Empathie. Und damit wir ein bisschen auf derselben Seite sind, sozusagen, also damit wir wissen, worüber wir reden, möchte ich Ihnen ganz kurz beschreiben, was ich unter Empathie verstehe. Es ist ein relativ umschriebener Prozess. Stellen Sie sich vor, Sie treffen sich mit Freundinnen und Freunden, Sie sitzen zusammen und Ihr Freund ganz unerwartet erzählt Ihnen, kann Ihnen die Blase vorlesen, wahrscheinlich ist es auch von den Bildern verdeckt. Und ihr Freund berichtet ihnen spontan, dass seine Freundin, jetzt Ex-Freundin, ihn verlassen hat. Also, und sie hat unter anderem gesagt, sie will mich als Freund nicht verlieren. Und sie hören das Zittern in der Stimme ihres Freundes, sie sehen die Tränen in seinen Augen und es passiert ganz unmittelbar etwas mit ihnen. Sie werden auch traurig. Sie spüren die Trauer ihres Freundes am eigenen Körper. Und das ist genau, was wir mit Empathie meinen. Also Empathie ist ein Zustand, eine Emotion, die ausgelöst ist von genau dem gleichen Zustand einer anderen Person. Ganz gut kann man sich das vorstellen bei so sehr körperlichen Zuständen, Schmerzen beispielsweise. Also wenn ich Ihnen so ein Bild zeige, zucken Sie vielleicht unwillkürlich kurz zusammen. Und wenn Ihnen diese Person sehr nah ist, also sowohl sozial nah ist als auch körperlich nah, gerade nah an Ihnen dran ist, dann wird es natürlich auch stärker. Also ein ganz automatischer Effekt der Gefühlsansteckung oder der Zustandsansteckung. Es geht natürlich auch bei sozialem Schmerz und es geht natürlich nicht nur bei negativen Zuständen, sondern auch bei positiven. Also man kann natürlich auch sich empathisch freuen. Es passiert aber noch mehr in dieser Situation. Sie spüren nicht nur empathische Trauer, sie fühlen auch was ganz Positives für ihren Freund, Wohlwollen. Manche nennen das Mitgefühl, Sympathie. Im Englischen spricht man hier oft von Compassion. Sie wollen ihrem Freund helfen. Also dieses Wohlwollen geht oft einher mit einer Motivation, das Leid ihres Freundes zu lindern. Und dieses Mitgefühl, diese Compassion,
wird von Empathie, also von empathischer Gefühlsansteckung, durchaus abgegrenzt. Also ist das Gefühl der Wärme, des Wohlwollens, also ein positives Gefühl, auch in einer negativen Situation, das mit einer Motivation einhergeht, nämlich zu trösten, zu helfen, ein Gefühl auf Augenhöhe, von dem wir davon ausgehen, dass es entstanden ist, sich entwickelt hat auf der Basis eines biologisch gesprochen älteren Systems und in tief oder sehr stark in uns verwurzelten, biologisch verwurzelten Systems, nämlich unseres Bindungssystems, das darauf beruht, dass wir sehr unreif zur Welt kommen und uns eben sehr ausgiebig kümmern müssen um unsere Kinder. Zurück zur Situation mit unserem Freund. Nicht nur haben wir eine Menge Gefühle, empathische Trauer, Wohlwollen, sondern wir wollen auch verstehen, was ist eigentlich genau los? Was meint eigentlich die Ex-Freundin mit Lass uns Freunde bleiben? Was waren ihre Beweggründe für die Trennung? Wie sieht unser Freund das? Ist er eher enttäuscht? Ist er eher überrascht? Ist er eher wütend? Also wir versuchen uns in die Schuhe unseres Freundes zu stellen, wie wir sagen. Das wird als kognitive Perspektivübernahme bezeichnet. Psychologinnen bezeichnen genau das auch als Theory of Mind. Also dieses der Versuch zu verstehen, was andere denken, wissen, glauben, planen wollen. Und genau diese Dinge laufen ab und diese Prozesse, warum ich die so kleinteilig berichte, beruht unter anderem auch auf Forschungsergebnissen, die zeigen, dass diese Prozesse auch relativ unabhängig voneinander zum Teil ablaufen können und auch auf unterschiedlichen Netzwerken, zumindest zum Teil im Gehirn, beruhen. Wenn wir diese Situation jetzt erfolgreich meistern wollen, dann müssen wir aber natürlich nicht nur empathisch sein, nicht nur verstehen, was unser Freund denkt und will, sondern wir müssen vor allem auch etwas tun. Also in irgendeiner Weise ist von uns erwartet, wir sollten uns jetzt prosozial, also zugunsten unseres Freundes verhalten und es kann sehr viele Formen annehmen, offenes Ohr leihen, natürlich Trost spenden. Sollten Sie Experte sein für gebrochene Herzen, können Sie auch Informationen natürlich bereitstellen, einfach Zeit mit Ihrem Freund verbringen. Es kann aber auch, kann auch was ganz Handlungsgebundene sein, also Sie könnten Ihren Freund auf einer Partnerplattform anmelden, ihn mit zu Ihren nächsten Partys nehmen und so weiter. Kann sich natürlich auch äußern in sowas wie finanzielle Unterstützung. Also alles Aspekte prosozialen Verhaltens. Die Definition hier erstmal sehr breit ist, prosoziales Verhalten ist jetzt letztendlich jedes Verhalten, das Sie kostet, also das Ressourcen von Ihnen verlangt, Zeit, Geld, Energie und des anderen auf individueller oder auf Gruppenebene nutzt. Und eine Frage, die sich die Forschung gestellt hat, ist, hängen diese Prozesse denn zusammen? Also wenn wir jetzt besonders empathisch, wohlwollend oder perspektivübernahmefähig sind, können wir denn dann auch besser helfen? Oder allgemein gesprochen, unterstützen diese Aspekte sozialen Verstehens, Mitgefühl, Perspektivübernahme auch prosoziales Verhalten? Und da ist die Forschung sehr optimistisch. Gerade für Wohlwollen beispielsweise gibt es einen sehr starken und auch häufig gezeigten positiven Einfluss. Also wenn wir Wohlwollen empfinden, sei es für eine ganz spezifische Person oder generell mehr Compassion oder Wohlwollen empfinden, dann zeigen wir auch ausgeprägteres prosoziales Verhalten, Großzügigkeit, Hilfsbereitschaft und auch für Perspektivübernahme ist dieser Zusammenhang gut belegt. Und deshalb kann man sich die Frage stellen, ist ja prima, wie kann man denn dieses soziale Verstehen vielleicht trainieren? Sind ja nicht alle gleich gut drin, da gibt es auch durchaus Unterschiede interindividuelle. Können wir das denn üben? Wir können das ja schließlich auch bei unseren Muskeln, also bei unseren Muskeln, die wir als körperliche Muskeln so verstehen. Wir können natürlich auch Instrumente lernen, wir können neue Sprachen lernen. Wieso denn nicht auch soziales Verstehen? Und da kommt jetzt nach langer Vorrede die Meditation ins Spiel. Die hat sich natürlich in letzter Zeit, in den letzten Jahren, Jahrzehnten sehr viel Aufmerksamkeit erhalten, auch bei uns, auch sozusagen für in der so breiten Bevölkerung. Und letztendlich kennen wir Meditation, kennen wir Achtsamkeitsübungen im Grunde so als Geistesübungen, die wir nutzen, um Gelassenheit, innere Ruhe zu erfahren in diesem Moment, aber möglichst auch in den Alltag übertragbar. Und mein Eindruck ist, dass sich das Interesse natürlich daran, dass das Interesse daran gestiegen ist, dass auch die Implementation gestiegen ist. Also es gibt in sehr vielen Schulen inzwischen, in Betrieben, den Versuch, Achtsamkeit zu integrieren. Und wo ein großes Interesse ist, man könnte sagen, wo ein Trend ist oder ein Boom, da ist natürlich auch ein Markt. Also es sind die Apps, die irgendwie Ihnen nachhaltige Meditation oder wirksame Meditation verkaufen, sind natürlich auch gestiegen. Und die Vorstellung
klingt da häufig ein bisschen so, als wäre Meditation wirklich so ein Allheilmittel. Also ein bisschen so wie eine Pille, die Sie nehmen. Und wenn Sie das machen, dann sind Sie einfach auf ganzer Linie funktionsfähiger auf der Arbeit. Sie sind gelassener und entspannter zu Hause, sind die bessere Person. Sie sind auch sozial erfolgreicher vielleicht oder besser. Also so die Überlegung auch, dass Meditation uns zu besseren Menschen machen könnte. Und genau da ist der Punkt, an dem ich als Wissenschaftlerin es natürlich begrüßenswert finde, wenn sich die Wissenschaft einschaltet und es mal ein bisschen genauer untersucht. Und die Frage, die da häufig untersucht wird, ist eben genau die, welche Effekte finden wir auf den Körper, auf der Ebene des Gehirns, auf der Ebene der Hormone, aber auch auf der Ebene der psychischen Gesundheit und so weiter, während Menschen meditieren, aber auch darüber hinaus. Also welche Effekte kurzfristig, langfristig hat Meditation? Und eine Frage, die ich da sehr wichtig finde, auch bei wem hat die Meditation welche Effekte und welche Meditation hat welche Effekte? Und wissenschaftliche Zugänge sind da häufig etwas stelzig. Also da kann ich mir vorstellen, da lachen viele von Ihnen vielleicht auch ein bisschen drüber. Die sind häufig sehr kleinteilig, sehr kompliziert und sehr anstrengend. Die versuchen aber, worum es im Grunde geht, ist zu versuchen, wirklich die Effekte von Meditation zu trennen von Erwartungseffekten, von Placebo-Effekten, von Effekten, die Sie auch finden würden, wenn Sie einen Spaziergang machen, wenn Sie joggen, wenn Sie kochen, wenn Sie mit Freunden lachen. Also einfach zu versuchen, herauszufinden, was ist denn spezifisch an der Meditation und das besser zu verstehen. Und die Forschung ist meiner Ansicht nach auch auf methodischer Ebene, also auf empirisch-methodischer Ebene, hat sich die Qualität durchaus verbessert und es gibt inzwischen relativ gut gesicherte Befundlage zu sowas wie Wohlbefinden, also sowohl körperliches als auch psychisches Wohlbefinden, Konzentrationsfähigkeit. Und hier geht es vor allem um die Achtsamkeitsmeditation, also so klassische Praktiken, die Sie unter Mindfulness oder Achtsamkeitsmeditation kennen, auch die Körperwahrnehmung. Es gibt etwas kleiner auch Effekte für die Emotionsregulation, also einige positive Befunde. Was mir auffällt, was nach wie vor, denke ich, gilt, ist, dass die meisten Programme, die da auf ihre Wirksamkeit untersucht werden, Mindfulness-Based Stress Reduction ist relativ bekannt, Mindfulness-Based Cognitive Therapy, die sind sehr breit angelegt. Also die versuchen wirklich einige Praktiken aus östlichen Traditionen zu übernehmen und zu integrieren und einfach anzupassen an sozusagen unsere westlichen Bedürfnisse. Die sind also breit angelegt, die beinhalten einige Ansätze. Sehr viele davon sind eigentlich auf die Person selbst zentriert, also meine eigene innere Ruhe, meine eigene Gelassenheit. Zum Teil werden aber natürlich auch soziale Aspekte integriert, also eine Shared Humanity oder eine sozusagen eine Verbundenheit mit anderen Menschen. Auch das ist zum Teil integriert. Im Zentrum, würde ich sagen, steht aber so die Person selbst. Weiterer Aspekt ist die Effekte, also was macht es denn mit der Person, werden sehr häufig erfasst, indem wir die Personen einfach fragen, also über Fragebögen, zum Beispiel, wie fühlen Sie sich, aber und bei wie fühlen Sie sich, ist ein Fragebogen natürlich ein sehr gutes Mittel der Wahl. Wenn wir Personen aber fragen, wie mitfühlend sind Sie, wie gut können Sie sich in andere eindenken, da wird es schon schwieriger, denn wir sind meistens gar nicht so gut drin, unsere eigenen sozialen Fertigkeiten einzuschätzen. Im Sinne von, die meisten von uns überschätzen sich dabei. Also es gibt so eine Tendenz von Personen, sich zu überschätzen und auch abhängig davon, wie sehr das von bestimmten Gruppen erwartet wird. Also bei Frauen beispielsweise ist sowas wie eine empathisch zu sein oder mitfühlend zu sein, gilt als erwünschter und es gibt da bei Frauen auch eine stärkere Tendenz, sich als mitfühlend, als empathisch zu beschreiben, auch wenn sich das in Verhaltensweisen gar nicht immer so widerspiegelt beispielsweise. Und da denke ich, sind wichtige Fragen, die noch etwas offener stehen sind. Gibt es denn unterschiedliche Effekte? Welche Art von Meditation ist denn wofür effizient, effektiv und bei wem und wofür nicht? Was wird ausgelöst durch beispielsweise Achtsamkeitsmeditation, was eher durch andere Praktiken, die mehr wirklich direkt auf soziale Prozesse abzielen? Wodurch genau also können denn die Komponenten sozialen Verstehens, Mitgefühl, Perspektivübernahme gefördert werden? Und finden wir denn auch Effekte auf wirkliches Verhalten? Wenn wir nicht nur schauen, wie beschreiben sich die Leute selbst bezüglich ihrer Großzügigkeit, sondern wie verhalten die sich wirklich? Und das war sozusagen unser Ziel. Und in dem Zusammenhang möchte ich Ihnen eine Studie, ein Projekt vorstellen. Vielleicht haben manche von Ihnen schon von dem gehört, das ist das Resource-Projekt, das am Max-Planck-Institut in Leipzig über viele Jahre durchgeführt wurde unter der Leitung von Tanja Singer.
Und dieses Projekt hatte zum Ziel, wirklich verschiedene Aspekte der Meditationstrainings mal wirklich auch differenziell zu beleuchten. Und ich zeige Ihnen mal, wie dieses Programm aufgebaut war. Und jetzt wird es ein bisschen trocken. Es gab innerhalb dieses Programms im Grunde drei völlig getrennte Trainingsmodule. Und die sind hier durch diese drei farbigen Kreise repräsentiert. Dieses Präsenzmodul beschreibt das, was wir eigentlich klassischerweise unter Achtsamkeitsmeditation, Mindfulness-Based oder Mindfulness-Meditation verstehen. Hier war der Fokus auf unserer Aufmerksamkeit, der fokussierten Aufmerksamkeit, dem immer wieder Zurückbringen der Aufmerksamkeit, beispielsweise auf den eigenen Atem oder auf bestimmte Teile des eigenen Körpers. Das ist hier mit dem Bodyscan gemeint. Also hier ist wirklich dieses Präsentsein, im Moment sein, Körpergewahrsam und Achtsamkeit. Ein zweites Modul, hier das rote Modul Affekt, hier standen Gefühle im Mittelpunkt. Hier ging es vor allem darum, positive Gefühle zu kultivieren, sowas wie Dankbarkeit, Mitgefühl, eine positive Haltung gegenüber anderen, prosoziale Motivation, aber auch Umgang mit schwierigen Emotionen. Und eine zentrale Übung war die Loving-Kindness-Meditation. Manche kennen das, manche von Ihnen kennen das vielleicht als Metta-Meditation, bei der Sie das im Grunde wie einen mentalen Muskel trainieren, der oder einen Herzmuskel übertragenen Sinne trainieren. Also Sie versuchen sich bei dieser Loving-Kindness-Meditation immer wieder dieses Gefühl hervorzuholen, des Wohlwollens, des Mitgefühls, der positiven Emotion für ein anderes Wesen oder auch für sich. Bei uns stand das Mitgefühl für andere im Zentrum. Es wurde auch Self-Compassion, also Mitgefühl für sich selbst, war durchaus auch Teil dieses Moduls. Es gab dann noch eine affektive Dyade, eine Affektdyade. Das ist ein kontemplativer Dialog, ein Dialog zwischen zwei Personen, in dem der Fokus liegt auf, wofür man dankbar ist in den letzten Stunden. Und dann gibt es ein drittes Modul, das sich sehr stark auf kognitive, also geistige Prozesse fokussiert hat, auch letztendlich sehr verwurzelt in östlichen Traditionen, bekannt oft als diese Deidentifikation mit den eigenen Gedanken. Also ein Schlüsselsatz, der bei mir auch sehr hängen geblieben ist in diesem Modul, ist: Du bist nicht deine Gedanken. Das beschreibt dieses Modul eigentlich sehr gut. Also einen Schritt zurückzugehen, die eigenen kognitiven Prozesse mit Distanz zu betrachten, Metakognition, also das Nachdenken über die eigenen Denkprozesse, Perspektivübernahme, was denke ich eigentlich in verschiedenen Situationen, was würde ich denken, wenn ich in dieser Situation wäre oder in einer anderen, und Perspektivübernahme aber auch auf andere. Also was denkt eine Person, was will eine Person, was meint eine Person in einer anderen Situation. Und über diese Perspektivendyade werde ich später noch kurz sprechen. All diese Module wurden sehr intensiv trainiert, jeweils für 3 Monate. Und ich zeige Ihnen mal, was ich mit intensiv meine. Jedes dieser Module, ich schalte jetzt mal die Zeigeroption doch an, begann mit einem Retreat, also mit einem 3-tägigen Rückzug, der auch in Stille größtenteils stattfand. Also unsere Probanden, Probandinnen wurden also in ein Kloster verfrachtet, haben dort ihre Lehrer und Lehrerinnen kennengelernt und haben einfach von morgens bis abends im Grunde meditiert und ansonsten geschwiegen. Anschließend ging es dann für 12 bis 13 Wochen, hatten die Personen, jede Woche haben sie ihre Lehrer, Lehrerinnen getroffen, in Präsenz auch vor Ort in Leipzig oder Berlin, für eine 2-stündige Sitzung. Da wurde ganz intensiv weiter in dem jeweiligen Modul trainiert und täglich wurden außerdem 10 bis 30 Minuten mit Hilfe von Smartphone-Apps und einer Plattform wurde alleine meditiert. Also es war ein sehr intensives Training. Es haben insgesamt 330 Personen mitgemacht, die auch sehr intensiv vorausgewählt waren danach, ob sie wirklich die Zeit haben würden, an diesem intensiven Training mitzumachen. Das waren Personen so zwischen 20 und Mitte 50, die relativ divers waren, was die beruflichen Hintergründe angingen, die aus Leipzig und Berlin kamen. Also es waren Studierende dabei, war ein Polizeikommissar dabei. Also die waren einigermaßen unterschiedlich, kann man so sagen. Und die waren eingeteilt in eine Kontrollgruppe und eine Meditationsgruppe. Und jetzt kommt mal ein ganz kompliziertes Bild. Ich gehe Schritt für Schritt durch. Was hier gezeigt wird, ist im Grunde, was gab es denn für Gruppen?
Ich fange mal hier oben an. 30 Personen waren in einer Rehtest-Kontrollgruppe und dann nochmal 60 weitere. Die waren einfach zeitlich getrennt. Das ist nicht weiter relevant. Also 90 Personen haben gar nicht meditiert. Die wurden einfach immer wieder gemessen. T0, T1, T2, das sind die Messzeitpunkte. Alle 3 Monate wurden diese Personen ganz vielseitig untersucht. Ich spreche kurz nochmal drüber, etwas später, was alles untersucht wurde. Dann gab es eine Gruppe, etwa 80 Personen, die haben zuerst 3 Monate lang dieses Präsenzmodul durchlaufen, wurden vorher und nachher getestet, in also ihrer beispielsweise Achtsamkeit, in ihrem Mitgefühl, in ihrer Perspektivübernahme, in ihrem prosozialen Verhalten. Dann haben die 3 Monate das Affektmodul, also das Gefühlsmodul, durchlaufen und dann 3 Monate das Perspektivenmodul. Es gab eine zweite Gruppe von 80 Personen, die haben die letzten beiden Module getauscht. Und dann gab es noch eine dritte Gruppe von etwa 80 Personen, die Test- oder Training-Kohort 3, die nur dieses Gefühlsmodul durchlaufen hat. Also zu diesem Design, zu dieser teilweise Balancierung sage ich nicht mehr viel, aber so sah das aus und diese Farben werden auch später immer wieder vorkommen, auch bei den Ergebnissen. So sah es also auch aus, das haben diese Leute durchlaufen, die waren, wie gesagt, waren sehr beschäftigt und wir haben die in dieser Studie auch sehr intensiv durchleuchtet. Also die wurden mehrmals, mussten die in einen Magnetresonanztomographen, also wir haben die Gehirnstruktur untersucht, aber auch die Gehirndurchblutung, also die funktionelle sozusagen Durchblutung des Gehirns. Wir haben Hormone untersucht, den Hormonstatus untersucht, wir haben die in die virtuelle Realität gebracht, wir haben die kognitive Maße angelegt und so weiter und so weiter. Was hier jetzt natürlich interessiert, sind Wohlwollen und Perspektivübernahme maßgeblich und natürlich Maße für prosoziales Verhalten. Wenn Sie später noch Interesse haben, werde ich über diese Maße, kann ich Ihnen da noch mehr berichten. Ich belasse es mal dabei. Zentral ist, wir haben diese Aspekte nicht nur über Fragebogen erfasst, sondern wir haben uns sehr bemüht, eben auch wirklich diese Personen in echte Situationen zu bringen, die natürlich nicht aus dem Alltag stammten, aber simulierte Situationen, in denen sowas wie Hilfsbereitschaft oder Großzügigkeit eher nebensächlich war. Also versucht, ein bisschen rauszukitzeln, tatsächliche Verhaltensweisen dieser Person. Auch gerade das Maß für Perspektivübernahme, sich in andere einzudenken, war relativ schwierig. Also die mussten wirklich sich erschließen, was denkt jemand, dass jemand anders denkt, dass jemand Drittes denkt. Also es waren relativ schwierige Aufgaben. So, was haben wir gefunden? Welche dieser Meditationstrainings, also reine Achtsamkeit, ganz gefühlszentriert oder sehr kognitiv zentriert, ist denn jetzt wirksam darin, sowas wie Wohlwollen, also ein positives, warmes Gefühl für eine andere Person wirklich zu fördern? Ich zeige Ihnen nochmal den Überblick jetzt etwas wirklich noch reduzierter über unseren Ablauf. Es gibt hier unten diese Rehtest-Kontrollgruppe von 90 Personen, die blau dargestellt ist, die von T0, 3 Monate später T1, 6 Monate später T2, 9 Monate später T3 einfach gar nie meditiert hat. Wir haben diese Gruppe 1, die zuerst 3 Monate Präsenz, 3 Monate Affekt, 3 Monate das Perspektivenmodul durchlaufen hat. Diese zweite Gruppe, die letzten beiden getauscht hatte und nochmal diese dritte Gruppe. Und in genau dieser Färbung sind jetzt auch die Ergebnisse dargestellt. Was Sie jetzt sehen, ist das Ergebnis dieser 330 Personen. Wir hatten tatsächlich nur einen sehr, sehr geringen Dropout, also es sind nur sehr wenige Personen, ich glaube unter 7% überhaupt rausgefallen, also haben das Training dann nicht fortgesetzt nach einem bestimmten Punkt. Also das sind sehr wenige, es sind uns wirklich sehr viele der Personen erhalten geblieben. Und das sind die Ergebnisse. Ich führe sie Schritt für Schritt durch. Das hier steht für die Balken, die nach oben gehen, stehen für eine Erhöhung, eine Verstärkung sozusagen des Mitgefühls. Je weiter dieser Balken nach oben geht, desto mehr ist das Mitgefühl gewachsen von zum Beispiel T0 bis T1, also in diesem Zeitraum. Schauen wir uns mal diese blaue Gruppe an. Das ist die Gruppe, die nicht meditiert hat. Die hat sich zwischen T0 und T1 eigentlich überhaupt nicht verändert in ihrem Mitgefühl. Das Gleiche gilt für die Präsenzgruppe. Die ist, wenn überhaupt, numerisch würde man sagen, ein kleines bisschen abgesunken. Die einzige Gruppe, die ein kleines bisschen besser wurde, überhaupt im Wohlwollen, war diese Affektgruppe. Dieser Trend entwickelt sich zwischen dem Zeitpunkt T1 und T2 dann zu einem richtig ausgewachsenen Effekt, kann man sagen. Bei der Trainingsgruppe, bei der Kontrollgruppe blau finden wir wieder nichts. Also die, wenn überhaupt, sinkt das Wohlwollen.
Bei der Gruppe, die dieses Affekttraining durchlaufen hat in dieser Zeitspanne, finden wir aber wirklich einen deutlichen Zuwachs an Wohlwollen. Etwas auch bei der Gruppe, die das Perspektivenmodul durchlaufen hat, aber deutlich geringer ausgeprägt. Und dieses Muster in der gleichen Form, weniger ausgeprägt, finden wir dann auch zwischen T2 und T3, also zwischen 6 und 9 Monaten nach Beginn. Hier ist es wieder die Affektgruppe, die am ehesten nochmal einen Zuwachs zeigt in ihrem Wohlwollen. Insgesamt gesprochen wird dieses Wohlwollen also eindeutig nur durch das Affektmodul, also durch dieses Trainingsmodul, das wirklich sich auch zum Ziel gesetzt hat, genau Wohlwollen zu fördern, prosoziale Motivation zu fördern, Dankbarkeit zu fördern. Gut, also ein sehr spezifischer Effekt. Wie sieht es denn aus mit Perspektivübernahme, also mit dem im Grunde kognitiven Teil des sozialen Verstehens, Theory of Mind, Tom steht hier für Theory of Mind, einfach ein anderer Begriff für Perspektivübernahme. Welches Training ist denn hier das effizienteste? Auch hier wieder der Überblick über diesen Ablauf, auch hier wieder diese Darstellung mit den Balken. Hier finden wir was, was wir häufig finden, wenn Aufgaben sehr schwierig sind. Also diese Aufgaben, sich in den anderen Reihen zu versetzen, die beruhen wirklich auf Fragen, bei denen man sehr genau einer anderen Person zuhören muss und sich immer wieder auf immer wieder neue Personen in ganz kurzen Interaktionen einstellen musste. Was meint jemand jetzt in diesem Moment? Also da ging es um Dinge wie Ironie zu verstehen, Doppeldeutigkeit zu verstehen, aber auch unausgesprochene Dinge zu verstehen. Und was wir hier sehen, ist einen Übungseffekt. Die Personen lernen zwischen dem T0 und dem T1, also zwischen der ersten und der zweiten Testung, 3 Monate später, werden einfach alle Teilnehmenden in dieser Aufgabe besser. Völlig egal, ob die meditiert haben oder nicht. Also die Kontrollgruppe genauso wie die Achtsamkeitsgruppe, genauso wie die Gefühlsgruppe. Was hinterher passiert, ist wirklich spannend. Von T1 bis T2 und ganz genauso wieder von T2 bis T3 finden wir nur noch für die Gruppe, die wirklich Perspektivübernahme auch trainiert hat, dass die besser wurde in dieser schwierigen Aufgabe. Also nur die Personen, die sich mit Metakognition, sich mit den eigenen Gedanken auseinandersetzen, mit den eigenen Denkprozessen auseinanderzusetzen, nur die wurden wirklich bedeutsam besser in der Theory of Mind, in der Perspektivübernahmeleistung. Und weil das wirklich erstaunlich ist, finde ich, wollte ich Ihnen noch mal ein bisschen genauer zeigen, was die Personen in diesem Perspektivenmodul denn gemacht haben und wodurch diese Verbesserung denn unter anderem ausgelöst worden sein könnte. Und ein Training sozusagen, eine Übung, die unsere Probanden in diesen Perspektiven, in diesem grünen Modul immer wieder gemacht haben, ist eine Perspektivendyade. Und diese beruhte auf einem Modell, das manche von Ihnen vielleicht kennen, das Internal Family Systems Modell oder das Modell der inneren Familie. Ich würde jetzt gerne abfragen, wem von Ihnen das bekannt ist, werde das aber nicht machen. Das ist ein Modell, das wird viel genutzt in therapeutischen Ansätzen. Und die Idee ist, wir verstehen uns häufig als eine kohärente Person. Also ich bin eine Person, ich bin, wie ich denke, das bin ich, wie ich fühle, das bin ich, was ich tue, das bin ich. Und dieses Modell sagt oder versinnbildlicht unsere Komplexität, kann man so sagen, einfach mit einer inneren Familie. Wir haben ganz viele innere Anteile. Und ein Anteil ist einfach eine bestimmte Art zu denken, zu fühlen, sich zu verhalten. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, ein ganz positiver innerer Anteil, den ganz viele Menschen berichten von sich, sind so Genussanteile. Also es ist einfach genießen, an einem Sommertag auf der Wiese zu sitzen, sich gut gehen lassen, einen Kaffee trinken, solche Anteile. Oder auch so helfende Teile, die anderen, die aktiv sind und die proaktiv irgendwie helfen und Gutes wollen. Es gibt aber auch innere Anteile, die etwas schwieriger sind. Also ganz bekannt uns allen ist, glaube ich, die innere Kritikerin oder der innere Kritiker. Also Gedanken, Muster wie, das war nicht gut genug, du hast dich nicht genug bemüht, du warst nicht fleißig genug, du warst nicht und so weiter. Immer machst du die gleichen Fehler, auch verbunden mit so einer Anspannung, mit einem Gefühl der Anspannung und mit bestimmten Verhaltensweisen, nämlich vielleicht so einem fahrigen, ich muss noch mehr leisten. Es gibt aber auch ganz andere innere Anteile, innere Kinder, verletzliche Anteile und so weiter. Und was unsere Probanden gemacht haben, unter anderem gemacht haben in dieser Zeit, ist, sich mit diesen inneren Anteilen, mit den eigenen inneren Anteilen,
wirklich ganz gezielt auseinanderzusetzen, zu versuchen, immer mehr innere Anteile, auch schwierige, versteckte innere Anteile zu identifizieren und sich in deren Situation, deren Perspektiven zu versetzen. Und mal zu überlegen, was hätte dieser Anteil denn in einer ganz anderen Situation getan? Also so ein Loslassen, sozusagen einen Schritt zurückgehen von dieser Identifiziertheit mit den eigenen Mustern sozusagen. Und was die eben auch machen mussten, ist so gegenseitig sich auszutauschen über diese Anteile. Und jetzt zeige ich Ihnen mal was. Was Sie hier abgetragen sehen auf dieser Y-Achse hier, ist einfach die Anzahl an inneren Anteilen, die die Probanden im Laufe der Zeit gefunden haben bei sich, also im Laufe der 12 Wochen. Jede Person, jeder Punkt hier ist eine Person. Diese Person zum Beispiel hat 6 Anteile gefunden bei sich. Diese Person hat ein bisschen über 20 Anteile gefunden bei sich im Laufe der Zeit. Also gibt es wirklich große Unterschiede, wie viele Anteile die Personen bei sich gefunden haben. Und die Personen, also je mehr kann man sagen, innere Anteile die Personen bei sich identifizieren konnten, desto besser, und das ist jetzt hier die X-Achse, wurden die auch tatsächlich in dieser Perspektivübernahme in Aufgabe, bei der sie die Perspektive von anderen Menschen übernehmen sollten. Also das ist ein positiver Zusammenhang und genau das Gleiche nochmal getrennt dargestellt für blau negativ konnotierte innere Anteile und grün positiv konnotierte innere Anteile. Und die positiven, die Anzahl der positiven inneren Anteile, die die Personen so bei sich gefunden haben, hat überhaupt keine Rolle gespielt. Es waren die negativen Anteile, also ängstliche, neidische Anteile, Anteile, die man bei sich vielleicht auch selber gar nicht so gerne haben möchte. Je mehr solche Anteile die Personen es geschafft haben, bei sich zu finden, in deren Lage sie sich auch so versetzt haben, desto besser wurden sie auch darin, andere Personen zu verstehen. Und ich finde, das ist ein ganz interessanter Zusammenhang so zwischen der letztendlich der Fähigkeit, sich über die eigenen Gedankenprozesse klar zu werden und aber auch der Übertragung auf andere Personen. Also das fand ich sehr, sehr interessant. Ja. Ja. Gut, kommen wir zu der Frage, ach, da muss ich den Pointer wieder wegschalten, der Prosozialität, also des prosozialen Verhaltens, Hilfsbereitschaft, Großzügigkeit, Spendenbereitschaft. Wie sieht es damit aus? Welches Modul ist hier besonders wirksam? Und da ist eine Frage, die wirklich zentral ist, gerade weil eben dieser Achtsamkeitstrend häufig vielleicht etwas undifferenziert eine Verbesserung aller zwischenmenschlichen und aber auch sonst wie persönlichen Arbeitsbereiche verspricht, ist, also ein Augenmerk lag da ganz speziell auf Achtsamkeit. Ist Achtsamkeit, also jetzt reine Mindfulness, und Achtsamkeit, präsent sein, Körpergewahrsein denn ausreichend, um sowas wie Großzügigkeit zu fördern? Oder brauchst du dazu andere Module? Und ich gestehe ich habe so ein bisschen auf dieses Perspektivenmodul gewettet. Die Tanja Singer, die sich da deutlich besser auskennt, hat sehr auf das Affektmodul gewettet. Und ich zeige Ihnen jetzt als erstes mal, wenn wir mal nur anschauen, wenn die Personen sozusagen ihr eigenes prosoziales Verhalten berichten, also wenn wir fragen, wie oft hilfst du anderen, wie kooperativ bist du, wie gerecht bist du, also sozusagen so eigene Einstellungen und Verhaltensweisen, aber selbst berichtet, dann finden wir, ich zeige Ihnen nochmal den Überblick und jetzt auch hier einfach nur die Durchschnittsbefunde, dass ganz egal, was Sie meditieren, Sie werden im Laufe der Zeit insgesamt auf jeden Fall prosozialer. Also die Personen, wenn wir sie selber fragen, berichten von einem deutlichen Zuwachs an allen Facetten von Prosozialität. Was wir finden ganz generell ist, dass das selbstberichtete Verhalten und das tatsächlich gezeigte Verhalten nicht besonders stark miteinander zusammenhängen. Also das ist eine Sache, die wir immer wieder finden, dass die doch ganz gut auseinandergehen und dass man staunt, also selbst wenn man sehr konkret fragt, wie häufig in der letzten Woche hast du Kollegen geholfen, hast du in der Familie geholfen, hast du die eigenen Bedürfnisse zurückgesteckt, das geht dann häufig doch ein bisschen auseinander mit so spontaner Hilfsbereitschaft in, sei es Computerspielen oder in spontanen zwischenmenschlichen Interaktionen. Das soll gar nicht unbedingt jetzt bedeuten, dass die selbstberichtete Facette nicht auch eine Realität abbildet. So ist das nicht gemeint. Aber wir sollten einfach aufpassen oder wir sollten gewahr sein, dass es nicht die ganze Geschichte ist und dass es da bestimmte
vielleicht Verzerrungen durchaus auch geben kann in der Wahrnehmung. Ich zeige Ihnen jetzt mal das Ergebnis für die tatsächlichen Verhaltensweisen, also Spendenbereitschaft, beispielsweise Großzügigkeit gegenüber Fremden, spontane Hilfsbereitschaft. Da fällt das Ganze deutlich schwächer aus und wir finden einen sozusagen, wir nennen das statistisch bedeutsamen Effekt, also einen Effekt, den wir wirklich einigermaßen sicher vom Zufall denken, abgrenzen zu können, ausschließlich für diejenigen, die Affekt, also die wirklich auch Mitgefühl ganz gezielt trainiert haben. Also die ausschließlich dieses Affektmodul, das Kultivieren von Dankbarkeit, von einer prosozialen Motivation, hat sich auch auf das tatsächliche Verhalten ausgewirkt. Wir finden numerisch, also es geht in die richtige Richtung bei Präsenz und beim Perspektivenmodul, aber die Effekte sind einfach eindeutig zu klein. Und wir haben eine sehr große Studie durchgeführt, also sehr viele Leute mit einbezogen. Also wir hatten auch, man spricht in der empirischen Wissenschaft davon, statistischer Macht, statistischer Power. Also wir hätten durchaus Gelegenheit gehabt, hier einen Effekt zu finden. Und es waren aber tatsächlich, die waren deutlich kleiner als bei diesen selbstberichteten Verhaltensweisen. Gut, was heißen diese ganzen Befunde denn jetzt? Wo stehen wir denn jetzt? Einmal kurz zusammengefasst. Optimistisch können wir sein, also Wohlwollen, Compassion kann tatsächlich gezielt durch das Trainieren beispielsweise von Loving Kindness, von Dankbarkeit, von Mitgefühl gefördert werden und entsprechend die Perspektivübernahme hat durchaus gewonnen durch dieses kognitive Modul. Also wir können diese Dinge, diese sozialen Fertigkeiten durchaus trainieren. Das Gleiche gilt auch für prosoziale Verhaltensweisen. Also die lassen sich letztendlich fördern. Und was ich sehr schön finde an diesen Befunden ist, wir haben ja nicht prosoziales Verhalten geübt. Also wir sind nicht losgegangen und haben gesagt, jetzt mach mal jeden Tag was Nettes, dann gewöhnst du dir das an. Sondern was sich letztendlich, denke ich, schon hier durch dieses Affektmodul verändert hat, ist einfach eine innere Fertigkeit, dieses Mitgefühl zu empfinden, Dankbarkeit zu empfinden, also eine Haltung, eine emotionale Haltung. Gleichzeitig ist es sehr wichtig zu betonen, dass unsere Trainings wirklich sehr intensiv waren. Sehr viel intensiver als jede App das normalerweise wahrscheinlich leisten kann. Also es waren Meditationslehrerinnen, gut ausgebildete Meditationslehrerinnen, Wochen und Monate lang ansprechbar. Und die Effekte waren, das ist sozusagen einer der Hauptbefunde dieser Studie, die waren sehr spezifisch. Das heißt, genau wie bei Muskeln im Fitnessstudio können wir unsere sozioemotionalen, also Mitgefühl und soziokognitiven Perspektivübernahmemuskeln nicht einfach trainieren, indem wir irgendwie meditieren, sondern es braucht da sehr spezifische Trainings, intensive, aber auch spezifische Trainings. Und das ist im Grunde vergleichbar mit dem Sprachenlernen. Sie können ja nicht Italienisch besser, weil Sie Russisch gelernt haben. Und Sie können nicht besser am Cello spielen, weil Sie Klavier spielen können. Zumindest nicht über ein gewisses Maß raus. Also diese Idee, dass wir so eine Pille schlucken, das mal machen und dann sind wir besser, funktionieren wir besser, das ist letztendlich nicht haltbar, sondern es ist eben wie beim Sport auch eine sehr, sehr, es ist wirklich eine Sisyphos-Arbeit, die ihre, ja, also ich denke, Sie als Meditierende kennen das ja auch. Man hat es dann monatelang gemacht und dann kommt mal wieder eine Zeit, in der man wirklich was verzweifelt, weil es nicht vorangeht. Und genauso ist es beim Lernen von Instrumenten und bei allem anderen ja auch. Und jetzt zeige ich Ihnen noch einen Befund, der nicht von mir stammt. Diese Frage, Mindfulness alleine, kann Mindfulness-Training ohne einen expliziten Bezug auf Ethik, auf dieses Miteinander verbunden sein? Was ist in der ursprünglichen oder in der östlichen Tradition, aus der die meditationsbasierten Praktiken jetzt kommen, ja absolut gibt? Also da stehen diese Achtsamkeitsübungen ja nicht alleine da. Bei uns tun sie das sehr wohl. Und es gibt durchaus auch zusammenfassende Studien, Meta-Analysen, die genau dieser Frage auch mal nachgegangen sind. Die ist auch sehr neu aus dem Jahr 2020 und die sich mal wirklich überall zusammengesucht haben. Studien, die durchgeführt wurden, die einfach nur Achtsamkeit gelehrt haben und trainiert haben und mal geschaut haben, kann diese Achtsamkeit ohne expliziten Bezug zu einer Ethik oder zu einer prosozialen Motivation, zu einer Verbundenheit aller Menschen auch prosoziale Verhaltensweisen fördern. Und zwar wirklich nicht selbstberichtete Verhaltensweisen, sondern tatsächliche Verhaltensweisen. Und bei Meta-Analysen werden sehr viele Studien zusammengefasst. Das Ganze sieht dann so aus, das sind die ganzen Einzelstudien und deren Effekte, deren Effektstärke
Plus geht hier in positiver Effekt, Minus in negativer Effekt, Null wäre gar kein Einfluss. Wird hier mal zusammengefasst, dieser Diamant hier unten fasst den Effekt zusammen, 0,4 etwa, das ist also ein kleiner Effekt, kleiner bis vielleicht mittlerer Effekt. Und was ich sehr interessant finde, die Größe dieser Vierecke zeigt Ihnen die Größe der Studie. Und es zeigt hier schon wieder, dass große Studien, Studien, die also viele Probanden mit einbezogen haben, auch deutlich kleinere Effekte zeigen. Also sozusagen, es gibt noch nicht wirklich, die Antwort ist noch nicht final gegeben, ob diese Mindfulness, also Achtsamkeitsübungen ohne expliziten Bezug zu einer Ethik wirklich prosoziales Verhalten fördern. Es gibt aber einige Studien, die hoffen lassen. Und woher könnte das kommen? Da gibt es durchaus Mechanismen, die auch psychologisch gesehen plausibel sind. Es könnte sein, dass so eine Achtsamkeitsmeditation einfach eine Präsenz, also eine innere Haltung im Sinne von einer Präsenz erhöht, in einer Situation anwesend zu sein, Leid besser zu erkennen, sich dem auch auszusetzen, dadurch möglicherweise prosoziales Verhalten fördert. Das ist durchaus eine Hypothese, die es gibt. Es könnte auch sein, ein psychologisch ganz wichtiges Konzept ist die Selbstwirksamkeit. Wenn Sie regelmäßig Atemmeditation machen, kennen Sie das, dass Sie irgendwann schon merken, ich habe meinen Atem ganz gut im Griff und über meinen Atem kann ich meinen Geist sehr gut kontrollieren. Und es gibt Ihnen einfach ein Gefühl von Kontrolle, von Selbstwirksamkeit. Sie können etwas an sich verändern. Und wenn Sie dieses Gefühl haben, haben Sie möglicherweise auch den Eindruck, dass Sie was an der Welt verändern können. Und das wiederum ist eine sehr, kann einen sehr guten Effekt haben auf so etwas wie prosoziales Verhalten. Also das lässt Sie möglicherweise auch hilfsbereiter sein. Und schließlich gibt es die Idee, dass auch sowas wie eine Atemmeditation letztendlich auch einen, man könnte was sagen, einfach ein subversives Moment hat. Also einen, irgendwo eine Erfahrung ist, die einem sagt, die Welt ist ganz anders, als sie mir gezeigt wird. Also es gibt eine Wahrheit in mir, eine Verbundenheit sozusagen mit mir, aber auch mit anderen, die ich in diesen Momenten empfinden kann und die natürlich auch ein Kandidat ist dafür, prosoziales Verhalten zu fördern. Wir wissen es aber noch nicht. Und da ist auch nicht nur, aber auch die empirische Forschung sicher hilfreich. Und damit bedanke ich mich bei meinen Kolleginnen und Kollegen, die an diesen Studien, an dieser Studie jetzt maßgeblich mitgearbeitet haben, und bei Ihnen für Ihre Geduld und Ihr Zuhören.